Hey Leute, mein Name ist Bubo, willkommen zu Video Nummer 6. Bungie, wir müssen wirklich, wirklich reden. Aufpassen, die Kabale sind bald wieder da. Tö-tö. Freunde, ich habe keine Ahnung, wohin wir steuern, aber das schauen wir uns am besten mal selbst an, oder? Diese Woche bei Bungie, so wartet mal, ich schneide das mal eben live mit. Dann gucken wir uns das mal im Browser an, was überhaupt passiert ist. Jeder redet drüber, jeder hat seine eigene Meinung. Ich sag euch ehrlich, viel mit positiven Vibes kann man nicht mehr umgehen, wenn man das sieht. Also, gucken wir erstmal bei diese Woche bei Bungie. TWAB, This Week at Bungie, ja. Ihr habt das alle mitgekriegt oder auch nicht. Vermehrte deutsche Seiten schreiben ja nicht ganz so kritisch darüber. Also, wer hätte das gedacht? Die Kabale kommen zurück. Diesmal Kalos Tochter. Schön ist sie nicht. Freundlich ist sie wohl auch nicht im Trailer, aber den könnt ihr euch extra angucken auf YouTube. Ich kann es nicht nachvollziehen, was das alles soll. Aber da müssen wir erstmal sehen, wie das nächsten Dienstag abläuft. Ne? Ihr wisst ja, wie das läuft. Nicht vorher urteilen und sagen, na, das ist ja alles böse. Ist es ja nicht. Nur frage ich mich, oh, da sehen wir ja schon was. Guck mal, was hier ist. Die Palindrome. Der Schwarm. Shadow Price. Kommt mir bekannt vor. Kann ich euch mal zeigen. Bing. Destiny 1. Dim. Ja. Sollte bekannt sein. So. Hätten wir Shadow Price mit Power 400. Die Palindrome. Den Schwarm habe ich jetzt. Den Schwarm habe ich jetzt nicht im Vault. Könnte ich jederzeit holen, aber das spielt jetzt keine Rolle. Guckt euch das mal an. Die Dorn. Outbreak Prime. Irgendwann dies Jahr. Die Fatebringer. Die Fatebringer. Die Fatebringer. Die Fatebringer. Die Hawkmoon. Oh, die kennen wir ja alle. Dann kommt die Vex wieder. Maida Multitool ist hier. Dann haben wir hier No Time to Explain. Ich glaube, die gab es schon 2 Millionen Mal. Leute, das funktioniert nicht. Bungie, es funktioniert nur, dass ihr natürlich das Game strecken wollt. Und das ist auch irgendwo verständlich. Aber verkauft das doch nicht als neuen Content. Auch wenn es nur 10 Dollar oder 10 Euro sind für eine Season. Ich kann das nicht mehr nachvollziehen. Das soll übrigens der Loot sein, den wir im, hier steht es ja schon, für die Feuerprobe, also in den Dämmerungsstreiks bekommen, auch als Adept-Version mit einem anderen Skin und so weiter. Hier ist schon so ein Thema, da scroll ich lieber wieder hoch. Also, das ist wirklich, wirklich schlecht. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, wenn man sieht, ja, also für die neue Season, was hier los ist, so, gucken wir mal, die Bildadresse kopieren, schauen wir uns das mal korrekt an. Sollte selbsterklärend sein. Aber wieso spielt denn jedes Mal, wenn irgendeine Attacke ist, irgendein was auch immer, das alles bei uns? Bei uns auf der Erde? Oder im zumindest im Soul System, also im Solaren System, bei uns überall in der Nähe? Ich kann das nicht nachvollziehen. Okay, wir waren Destiny 1 schon auf dem Saturn, auf dem Grabschiff, ne? Ist trotzdem unser Sonnensystem. Also irgendwie ordnet sich das nicht korrekt ein, aber das können wir vielleicht später noch behandeln, ne? So, jetzt kommen wir mal hier. Kriegsbeute hatten wir. Oh mein Gott. Seht ihr das? Mountaintop? Warum zur Hölle? Bungie, hör mir zu. Bitte, Joe Blackburn. Zu dir kommen wir auch noch. Warum haut ihr die Mountaintopf, Topf, auch schön, den Gipfel raus, ihr nervt das Ding, ihr macht das kaputt, weil ihr natürlich ne, die neuen Sachen etablieren wollt. Ihr argumentiert in die Richtung, dass das jeder irgendwann verstanden hat und gesagt hat, okay, das Ding wurde gehasst und jetzt bringt ihr dieses Ding? Warum denn? Ich verstehe es nicht ganz. Warum bringt man denn noch einen, der noch nicht mal schön aussieht? Also von der Textur her. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber das ist ja eure Entscheidung. Ihr müsst ja mit den Konsequenzen leben. Zu Trials sage ich gar nichts, außer dazu, dass in dem letzten This Week at Bungie wurde explizit darauf eingegangen, dass die Schwerter um -15% genervt werden. Ich glaube, die Exo-Dinger werden irgendwie immer handmade, also die gucken da genau einzeln, was sie machen, damit sie nicht alles über einen Kamm scheren. Wenn ich aber weiß, dass PvP quasi tot ist, voll Cheater ist auf dem PC,
das Schwert immer genutzt wird. Three-Picking, kurz erklärt, ihr kennt das. Du kannst eigentlich alles sehen. Das nutzen aber nicht nur Cheater, sondern auch normale Leute, die natürlich ziemlich doof sind, weil ist natürlich das Leichteste und es macht überhaupt keinen Spaß, gegen solche Leute zu spielen, weil du kannst ja quasi die halbe Map sehen. Ja, noch ein FOV von 115 oder was und dann Schwert raus, Ende. Wieso nerft ihr Schwerter und bringt dann ein neues wieder? Das kapiere ich persönlich überhaupt nicht. Im Übrigen die hier oben, das ist eine Trials-Waffe aus Destiny 1, wieder Recycling. Neue Rüstung, natürlich ist das schön für die PvPler, aber ein Anti-Cheat-Bild wäre mal schön gewesen. Ne? So hier unten mit Beschreibung, oh ja, vielleicht in einem Monat oder kostet was oder wie auch immer. Nein, wir bringen neue Rüstung, neue Waffen, damit die Cheater noch mehr Lust haben, ihre Accounts zu verkaufen als Recurve oder wie auch immer man das bezeichnet. Eine Geisthülle und ein Sparrow. Das Schiff sieht gar nicht mal so schlecht aus, aber sind halt Cosmetics. Ja. Zu dem Kram sage ich gar nichts. Das ist, glaube ich, alles so ein bisschen ja, adaptiert von Kallus, dass das ein bisschen in die Season passt. Also von damals, vom Leviathan. Ja, hier könnte man noch wieder erzählen über die ganzen Mods oder warum man dann PvP-Mods zum Beispiel in einem Dämmerungsstreik bekommen soll. Erschließe ich mir nicht, aber ist ja auch egal. So, hier der größte Witz. Jetzt kriegen wir hier Catalyst für zum Beispiel Schläfersimulant, genervt, Isanagis Böde, genervt. Wer es noch nicht hat, ist natürlich cool. Ich will da gar nicht groß reingehen. Trotzdem alles muss nicht sein. Ist alles nur zum Strecken und natürlich, wenn ich das schon wieder lese, Wispern des Wurms und überhaupt beides genervt. Oder zumindest die genervt und die ein bisschen entschärft. Der Rest ist völlig egal. Gegenstand, Questentfernung, sichert euch alles mögliche, bekannte Probleme. Okay. Gehen wir direkt zum nächsten. Die Season der Auserwählten. Da ist das hübsche Mädel. Wunderschön, oder? Direkt Liebe. Man merkt es im Magen und im Herz. Warum auch immer. Warum kommt sie jetzt? Sie hat Kallus gestürzt. Okay. Ja, toll. Und? Was soll das bringen? Warum ist sie bei uns? Wieso ist sie nicht irgendwo im Space auf dem Heimatplaneten der Kabale, den wir gar nicht kennen im Übrigen, weil es den angeblich nicht mehr gibt, laut Lore. Aber wo kommen die denn alle her? Die holen sich doch nicht irgendwie aus so einem Recyclingautomaten oder was? Kapiere ich nicht, Story-wise. Ja? Und hier hinten, den man sieht, das sind eigentlich 1:1 Player-Models aus der Kampagne Der Rote Krieg. Hauptkampagne von Destiny 2. Eigentlich Copy and Paste, den hat man hier ein bisschen umgebaut und so. Ist ja eigentlich auch gut für das Geld. Ich sage ja gar nichts. Kommandozentrale, wie auf dem alten Turm, werden wir ja sehen. Im Übrigen denken viele, oh, das ist viel Arbeit hier. Ja, ist es auch. Aber die kompletten für das Event, die Produkte hier, ich nenne es Produkte, ich sage euch gleich warum, Skybox, genial wie immer, aber das ist alles Prefab. Also man packt das vorher zusammen, man baut das zusammen mit den Elementen und den Markern für das Event. Und dann packt man das als Prefab einfach aus dem Tool hier komplett drauf. Also kannst du das auf jeden Planeten packen, ist jetzt nicht viel Arbeit. Macht ein bisschen was her, ist natürlich klar. Sieht man ja auch hier, dass das überhaupt nicht passt, weil das sind alles blaue, damit sich es ein bisschen abhebt. Kommandoposten und Wände und so weiter. Ja, man sieht es eigentlich ziemlich schnell, das Prefab und wie das funktioniert bei Bungie. Ja. Aber vielleicht macht es ja Bock für 3 Tage. So, Höhle der Teufel kennen wir. Kennen wir nicht nur aus Destiny 1, nicht nur Sepix als normalen Level 8 Strike. Wir kennen ihn auch schon von Rise of Iron. Sepix Perfected, könnt ihr euch erinnern? Oh ja. Der gefallenen Saber, den hatten wir auch nicht nur einmal. Das war dann, ich glaube, ganz normal. Der Strike und der wurde dann noch ein bisschen intensiviert bei, ich glaube, Taken King war das, bei dem Königsfall, da mussten wir nochmal hin, wegen einer speziellen Quest etc. pp. Prüfgelände sehen wir dann, wie der Strike ist. Könnte spaßig werden. Kann ich jetzt noch nicht sagen. Viele behaupten jetzt schon, auch das ist ja gar nichts.
Ich mache den Fehler nicht, weil ich habe es ja noch gar nicht gesehen. Vertrauliche Quest, exotisch hier, sieht ein bisschen nach Tex Mechanica aus. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil das ein bisschen verändert ist, das Logo. Ich hoffe nicht, dass es dann vom letzten Wort das Pendant ist. Das könnt ihr hier sehen. Ich glaube, Last Curse ist das oder sowas. Der letzte Kurs. Ich guck mal hier, wo die ist. The Last Word, genau. Und hier. The First Curse, sorry. Last Curse wäre auch schön gewesen. Aber zumindest hoffe ich nicht, dass das als ja, Tex Mechanica Weapon durchgeht. Waffen, sorry. Schauen wir. Der Bogen interessiert mich nicht. Umbral-Engramme, ja, wer es braucht. Das ist ein normales Artefakt, was sich wieder aufhebt. Hier ist natürlich der Lacher des Jahres. Vielleicht ist das auch in Anlehnung der Ironie zu den Kabalen, dass man die ein bisschen so... Ja. Ich weiß nicht, was mir dazu einfallen soll. Es sieht zumindest nicht so toll aus. Hat einen gewissen humoristischen Faktor, ist natürlich klar, aber... Sollen wir die jetzt verhöhen, die Kabale, weil wir mit denen vielleicht und dann doch eine Allianz eingehen? Leute, ich kann es nicht sagen, denn dieser ganze Quatsch hier, das immer wieder kommt, das macht natürlich Spaß, das hochzuleveln. Hier sieht es so aus, als würden wir sie natürlich besiegen. Das hier ist klar, bitte kauft alles, sonst hast du das nicht. Und ja, Bungee-Prämien müssen wir gar nicht drüber reden. Das wäre es eigentlich schon so im groben Überriss. Also, gar nicht mal schlecht die Idee, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Ja, weibliche Kabale haben wir noch nie erlebt, glaube ich. Nicht wirklich. Aber spielt natürlich alles wieder bei uns, aber das hatte ich ja schon gesagt. Das mit dem Trials-Schwert würde ich gerne mal zu einer größeren Diskussion irgendwann bringen, weil ich kann so Sachen nicht verstehen, wenn du... Aber das nur noch mal kurz hinterher gesagt, ne? Wenn du jetzt zum Beispiel ein Element entfernst, weil du der Community mitteilst, pass mal auf, ihr habt nicht so viel Ahnung, wir sehen das an unserer Mathematik, in unseren Rechnern, in unseren Servern, dass das und das zu viel genutzt wird und das, dann ich kann das irgendwie nachvollziehen. Auch, mir gefällt es nicht sehr oft, aber ich kann das nachvollziehen, dass man das dann aus dem Element verschwinden lässt und man sagt, okay, wir tauschen das Element gegen dieses oder gegen was ganz Neues, um zum Beispiel wie Stasis neu zu etablieren. Ne? Das ist cool, nur wenn du eine Woche vorher dein Schwert nerfst und dann damit Werbung machst, dass der Player wieder danach rennen soll und das grinden soll, dann sagt der Player natürlich, sag mal, Entwickler, hä? Ich komme nicht mehr mit. Ich denke, zu viele nutzen das Schwert. Warum tust du das in den Lootpool und dann noch bei PvP, was ja schwer zu erreichen ist für Normalos, dass du zum, das ist ja jetzt ein simulierter Leuchtturm, weil ja die Ideen ausgegangen sind, weil Merkur fehlt. Das passt einfach nicht zusammen. Können wir uns darauf einigen, Leute? Es passt nicht zusammen. Und das mit den Granatenwerfern muss man sehen, wie stark der dann ist, aber warum denn wieder ein Granatwerfer? Weil ich kann es nicht nachvollziehen. So, kommen wir kurz mal zum Thema mit Joe Blackburn. Ja, ist ein cooler Entwickler. Ich glaube, mittlerweile, ich hatte das schon mal erwähnt, verantwortlich, zeichnet sich für Raids und war von Bungie weg, kam wieder aus den und den Gründen. Interessiert uns alles nicht, wir sind alles nur Verbraucher. Die meisten. Ja, kommen wir mal zu seiner Aussage. Und zwar haut er hier raus, übersetzt, dass je öfters du es den Raid spielst, also Tiefsteinkrypta, ja, was ich natürlich auch tue jeden Dienstag, dann kriegst du immer eine erhöhte Rate natürlich. Der eine kriegt zum Beispiel den sofort, das ist dann das Random System, also Gambling, es wird gewürfelt. Aber was ziemlich peinlich und ziemlich in meinen Augen frech ist, sowas noch in einem Tweet zu packen nach dem Motto, wir lachen euch alle aus, die jetzt zum Beispiel ewig dahinterher rennen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Also ich habe den noch nicht, ich habe den noch nicht so oft gespielt, den Raid, das stört mich nicht, aber ich habe letzten Dienstag, am Ende zwei Kisten, weil Tanix Challenge, kriege ich zweimal dieselbe Waffe. Das ist schon sehr oft vorgekommen, viermal, weiß ich nicht, dort im Strike das. Wieso etabliert ihr nicht bei Bungie? Und hört mir mal genau zu, ich weiß, dass ihr das könnt, weil ihr seid ja die Entwickler und wir sind die Verbraucher. Aber nehmt doch die Idee an, fügt eurem Programmcode doch einfach eine Regel zu für euren Lootpool,
oder die Loot-Ausschüttung an sich, ja, für das System, dass Double Drops nicht möglich sind. Das ist sehr, sehr einfach festzulegen. Da müsste man natürlich ein bisschen reingucken, da müsste man ein bisschen weggehen vom normalen Verfahren, aber zumindest würde das den, ja, Frustrationslevel erheblich senken. Ich habe es ja erlebt. Aber kommen wir zurück zu dem Raketenwerfer. Wir haben im Clan jemanden, der ziemlich cool über 60 Runs. Dann hatten wir zu Gast jemand über 70 oder so. Der hat den immer noch nicht. So, und jetzt rechne ich einfach mal durch. Wir bekommen einen DSC, einen großen. Und dass du den natürlich nicht im ersten Run kriegen kannst. Manche haben den bekommen. Das ist ja noch viel witziger dann für die Leute, nicht für uns. Das ist ja cool, dass du das hast. Aber eigentlich rennst du den Raketenwerfer so lange hinterher, bis schon wieder eine neue, entweder Season oder gar, wenn es ganz schlecht läuft, schon ein neuer DLC beworben wird, wie die Witch Queen. Ja, oder Witch Queen der DLC. Das macht nicht viel Sinn. Oder? Also, das macht nur Sinn aus meiner Sicht, wenn der Übertrag des zeitlichen Aufwandes äquivalent zu dem, was du rausbekommst, ist. Das heißt, wenn ich jetzt rein rechnerisch 20 Runs habe, wie ich bei meiner 1K Voices hatte bei Last Wish, dann ist das gerechtfertigt aus meiner Sicht, weil das ist hart, da muss ich durch, das ist ja auch ein Raid und du sollst nicht alles geschenkt bekommen. Nur mein Kumpel, der hatte dann die Waffe im ersten Run bekommen. Die habe ich denen auch gegönnt, warum auch nicht? Er ist ja mein Kumpel, aber was ist das für ein System? Was ist das für ein Belohnungssystem, das auf der einen Seite die Leute verarscht werden, auf Deutsch gesagt, und auf der anderen Seite die Leute beschenkt werden? Da haben richtige Raider, Sherpas, die rennen da 60 Mal durch, hauen den Tarnix um, kriegen nur Mist und so ein Random Guy. Ohne das jetzt, ich bin ja auch ein Random Guy, ja. Der kriegt das dann beim ersten oder zweiten Run. Das macht alles null Sinn. Und dass noch Joe Blackburn da reinhaut, ja, je öfters du spielst und die 100% sind irgendwann erreicht, das macht noch weniger Sinn, weil der Mann macht sich nicht nur dadurch unbeliebt, sondern man sieht das an 12 Millionen, wenn sie mal nicht ironisch sind, ja, Antworten, dass das alles nicht so durchdacht ist. So, jetzt könnte man natürlich wieder behaupten, na ja, Bubo, komm, du hast doch letztens gesagt, man soll nicht alles so negativ sehen und so. Ja, tue ich auch immer noch, aber man kann ja auch die Wahrheit sagen, ohne jemanden persönlich zu beleidigen. Da gibt es ja auch 20 Millionen Videos momentan. Ja, ich höre auf zu spielen und alles böse und Bungie, der Teufel. Nee, sind sie nicht. Aber die sind natürlich clever vom Marketing her, weil die verkaufen ihre Season und den Rest natürlich auch, wie sie lustig sind. Und wenn ich jetzt sehe, dass, ich habe es ja euch vorhin gezeigt, mit der Shadow Price und der Palindrome und alles, dann kannst du auch alles früher von Crota wiederbringen. Also Gläserne Kammer kommt ja auch schon. Würde mich nicht wundern, wenn es 2022 dann soweit wäre. Und dann bringst du alle Waffen, vielleicht noch die Pocket Infinity Quest zurück mit einer anderen Quest oder so. Also eigentlich wieder, was ich schon mal erwähnte, ich glaube im Video 4, man versucht Destiny 1 in 2 zu integrieren auf eine ganz, ganz üble Art und Weise hier, also gegen den Verbraucher vorzugehen. Und das, Verzeihung, das muss mir nicht gefallen, oder? Also gefällt euch das? Ich kann es mir nicht vorstellen. Und wenn, dann, ja, dann sind wir halt unterschiedlicher Meinung, was ja auch nicht so verkehrt sein kann. Also, Joe Blackburn und der Rest bei Bungie, denkt doch einfach mal drüber nach, das Feedback wirklich aufzunehmen. Macht kein Community Summit oder so, macht einen Livestream. Macht einen Livestream, der transparent ist. Nehmt von mir aus 500 Fragen, die ihr zugeschickt bekommt, und dann könnt ihr einfach mal erzählen, was das Problem dabei ist, sodass die Community an sich, und ich gehöre ja dazu, wie viele andere auch, dass sie einfach aus erster Hand erfahren, was denn das eigentliche Problem ist. Nur wenn der Stream nicht kommt oder dieses sogenannte Frage-Antwort-Spielchen, dann würde man immer wieder denken, dass ihr bei Bungie uns gar nicht zuhört. Ihr spielt eure Spiele nicht. Ihr entwickelt die vom Feinsten, eure Skyboxen, eure komplettes Artwork, eure Kunst, die ihr darstellt, die ist so phänomenal. Und dann macht ihr aus der Story so einen Brei, weil entweder das Geld, ich weiß es nicht, oder die Zeit oder die Innovation fehlt.
Ich weiß es nicht. Guckt euch mal das Schiff jetzt an, was ihr in Trials anbietet. Das ist doch cool. Cooler wäre es aber gewesen, ein Anti-Cheat zu bringen. Feste Regelwerk für sonst irgendwas, irgendwelche Tournaments von mir aus sogar. Und dann so ein Lootpool. Von mir aus auch das Schwert. Mit einer Begründung von, weiß ich nicht. Aber dann wäre es doch cool, oder? Leute, denkt einfach mal drüber nach. Wir sind hier über 20 Minuten, das tut mir leid, ist kein Rant oder so, aber Bungie, ihr müsst wirklich auf ein paar Leute, wenn sie in der Community hören, das müssen nicht solche Leute wie ich sein oder so, aber es gibt ziemlich große Influencer, wie ihr die so gerne nennt, die haben echt gute Ideen, die haben auch wirklich den Drang danach weiterzumachen oder so, aber momentan ist das Fass am Überlaufen und ihr versucht ja noch nicht mal den Deckel drauf zu treten. Also versucht's ein bisschen und dann sage ich einfach, Bubu is out. Bis zum nächsten Video. Ich bin derb enttäuscht und hoffe, dass die nächste Season irgendwelche Geheimnisse hat, dass ich nicht umsonst mein Geld ausgegeben habe. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Ich bedanke mich. Bye bye. Bubu is out.